Heute werden wir in Bloxfruit einfach die heftigste Frucht kaufen, die man mit Robux kaufen kann, um am besten zu leveln. Das wird richtig heftig, wir gehen rein. In der letzten Episode haben wir ja den Piratenboss besiegt. Und zwar der liebe Bobby. Diesmal müssen wir weiter zur Pirateninsel, aber dafür brauchen wir Level 60. Und ich dachte mir, Leute, wir brauchen ein bisschen mehr XP-Boost, würde ich sagen. Deswegen hauen wir mal rein, XP-Boost für 15 Minuten erstmal, ja. Wir brauchen aber noch bessere Sachen. Schnellstes Boot haben wir schon mal. Doppeltes Geld haben wir uns auch schon mal gekauft. Ich glaube, wir holen uns mal die doppelte Job-Chance. Achso, die haben wir auch schon. Fruit-Benachrichtiger. Das ist doch bestimmt ganz gut. Vielleicht haben wir dann eine bessere Frucht, Leute. Wir bekommen dann eine Benachrichtigung, wenn eine richtig geile Frucht unterwegs ist. Und zweimal Meisterschaft. So kriegen wir viel, viel bessere Punkte zum Upgraden. So, zack. Eigentlich sieht schon ganz gut aus. So, mal gucken, wie viel XP wir jetzt kriegen. Wenn wir jetzt jemanden töten. Und wie viel kriegen wir jetzt? Wir hatten... Oh, jetzt habe ich es gerade gar nicht gesehen. Wir brauchen 21.000 fürs nächste Level. Warte mal, 12.400 hatten wir gerade. Und jetzt müssten wir... Okay, wir bekommen fast 1000. Eigentlich gar nicht so schlecht. Sollen wir uns mal die Eisenkeule kaufen? Mal gucken, wie die Eisenkeule ist, Freunde. Was ist stärker? Eisenkeule? Wir rüsten mal die Eisenkeule aus. Gebt euch mal, was ist denn das? Alter. Okay, Alter. Bro, die macht ja schon gar keinen schlechten Damage. Die Eisenkeule. Ich hätte gedacht, die wäre schlechter. Das Geile ist halt, wir sind jetzt Level 39 mit den Masteries. Und noch ein bisschen mehr Level... Dann haben wir Level 50 erreicht und haben das dunkle Luftschlitz. Aber zuerst einmal gehen wir jetzt Richtung Pyramideninsel, weil da wartet die nächste Quest. Ab geht's, Freunde. Wir gehen zu der Pyramidenstadt. Wir haben hier eine Kiste gefunden. $334. Starkes Ding. Wie stark sind die Monster denn hier? Oh, Level 90. Das sind ein bisschen zu stark. Oh, guck mal, hier sind auch Kisten in diesen einzelnen Häusern drin. $319. Mal gucken, was die hier verkaufen. Dreifaches Katana. Und Rohr. Wie viel kostet das? 100.000. Was haben die denn noch? Dreifaches Katana kostet 60.000. Hm, nee. Ich komme, Pyramidendorf. Und wir sind angekommen, Freunde. Da ist es Ägypten. Das sind die Pyramiden hier einfach. Willkommen. Hallo. Ach so, das heißt einfach Wüste. So, wen haben wir denn hier? Desert Officer. Bro, die sind Level 70. Ich dachte gerade, da wäre ein Schwert. Ey, ich weiß gar nicht, ob wir die schaffen. Wir gucken jetzt mal, Leute. Wie stark sind die denn? Okay, die machen schon einiges an Damage tatsächlich. Wow. Okay, die sind strong. Die sind dick strong, Freunde. Aber unser Schwert ist tatsächlich bald Level 50. Dann können wir hier uns die nächste Mastery freischalten. Boah, die sind strong. Wir holen uns lieber mal schnell hier die Kiste. Muss man hier einen Homepoint setzen, sonst muss ich wieder hier hinkommen. So, guck mal, die Leute hier, die sind ein bisschen schlechter. Die sind bei Level 60. Wüstenbandit. Guck, dafür brauchen wir Level 60, Freunde. Deswegen müssen wir die jetzt erstmal platt machen. Zack. Was? Ey, ich hatte vorhin Level 70er. Die waren einfacher. Oder? Ich habe das Gefühl, die waren einfacher, die anderen. Wir müssen aufpassen, Alter. Die sind echt nicht ohne. Digga, was für ein Leben die haben. Okay, den habe ich gut. Den habe ich gut. Den habe ich gleich. Nice. Mastery Level 41 jetzt mittlerweile, Freunde. Bisschen daneben gehauen. Ey, wer greift mich da an, Junge? Hör mal auf. Da greift mich irgend so ein Pro an, Digga. Was hat denn der für ein Teil? Oha. Oh, ne Bloxfruit ist da. Fruit erkennt. Leute, wir müssen zur Fruit. Wir müssen schnell zu Bloxfruit. 540 Meter. Wir haben hier eine... Frucht. Schnell, 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 schnell. Junge, was für Beiboot. Warum kriege ich denn hier so ein Schrottboot? Ja, ich hole mir so ein anderes Boot. Hier, dann hole ich mir halt das. Schnell, schnell, schnell. Geh rein, mein Junge. Okay, es geht los. Wo ist die Blocksfrucht? Leute, 400 Meter. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Pfad. Ey, ich bin echt gespannt, was für eine Frucht das jetzt sein wird. Ich hoffe, das ist eine richtig starke Frucht. Okay, wir sind auf dem richtigen Pfad. 117 Meter noch. Oh, jetzt gehen wir ein bisschen weiter weg. 50 Meter. 38. Warte mal. Ich glaube, ich habe die Frucht. Das ist sie. Das ist sie. You found the Bloxfruit. Be careful if you die before. Verschwindet es aus deinem Rucksack. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Warte mal. Dann gehen wir jetzt einfach kurz zurück in die Wüste. Dunkle Früchte haben wir. Mal gucken. Alter. Was willst du mit dieser Frucht machen? Essen, ablegen. Essen. Mal gucken, was passiert. Bloxfruit dunkel aktiviert. Okay. Yo!
Alter. Ey, ich glaube, das Ding ist OP. Tun wir mal eine Cam hier oben hin, damit ihr alles seht. Ey, die müssen wir gleich mal testen. Mal gucken, wie strong die ist. Bin sehr gespannt jetzt, Freunde. Komm schon. Ja? Das ist schon Abyss. Das ist schon Abyss. Die müssen wir auf jeden Fall gleich mal hochleveln. Alter. Junge, was für ein Damage die macht. Aber warte mal. Kann die noch irgendwas? Die ist, glaube ich, schon relativ heftig, die wir jetzt bekommen haben. Digga, gebt euch mal die Attacke. Das ist ja krass. Boom. Krank. Richtig heftiges Ding. Ich sage euch, wie es ist. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das ist heftig. Wirklich crazy, die Frucht. Hey, jetzt habe ich eine Quest ausgewählt. Ey, ich sag euch so, wie es ist, ne? Das war gut, dass wir das gekauft haben. Freunde, jetzt passt mal auf. Ich zeige euch jetzt die OP-ste Frucht in ganz Bloxfoods. Passt mal auf. Da müssen wir jetzt Robux ausgeben, aber es ist halt so. Ich meine, wir haben ja eh schon ein paar ausgegeben. Und zwar müssen wir hier uns den Buddha kaufen. Der kostet normalerweise 1,2 Millionen. Wir haben nur 94.000. Aber wenn ihr Robux ausgibt für das Spiel, dann den Buddha kaufen. Denn jetzt passt mal auf, was der Buddha drauf hat, Freunde. Das ist nichts zum Vergleich, das, was wir gefunden haben. So, passt mal auf. Wir können uns einmal hier in einen riesen Buddha verwandeln, Bro. Das ist ein riesen Buddha, ja? Und jetzt passt mal auf. Oh, wir können auch eine riesen Explosion machen, was geisteskrank ist. Wir können gleichzeitig Buddha einsetzen und einfach die Leute so umhauen. Crazy. So, wir gehen jetzt wieder zur Wüste zurück und jetzt zeige ich euch mal den Effekt, Freunde, den wir hier bekommen haben. Guck mal, wir sind einfach riesig, Digga. Guck mal, wie viel Damage die jetzt machen. Gar nicht mehr so viel wie davor. Und das ist halt das Krasse daran, Freunde. Wir können die Leute eigentlich ganz easy töten, weil die uns so wenig Damage jetzt machen. Guck mal, zack. Zack, zack. Wir hätten so viel, viel mehr Leben verloren. Und jetzt setzen wir mal hier das Ganze ein gleich. So, wir verwandeln uns. Zack. Und boom, Digga. Gar keine Chance. Der hat gar keinen Stich mehr gesehen. Das ist halt schon eine richtig krasse Frucht, Leute. Also, wenn ihr euch eine holen wollt, dann muss es auf jeden Fall die Buddha-Frucht hier sein, weil die ist wirklich verrückt. Die ist ganz verrückt. Guck mal. Zwei Stück greifen mich an und ich bin nicht tot. Das ist so heftig. Wir können uns natürlich auch wieder zurückverwandeln, was easy peasy ist. Sonst gebt euch mal den Damage, den der uns macht. So, 40 Damage hat er uns gemacht, ne? Der macht uns eigentlich schon viel, 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 viel mehr Damage. Alter, das ist krass. Das hätte ich niemals gedacht, dass das so OP ist. Heftig, Leute. Müsst ihr euch auf jeden Fall getten, die Frucht. Boom, Digga, wir sind zu groß. Wir sind einfach zu groß geworden. Ey, das Buddha-Teil ist geisteskrank, Freunde. Wir haben auch gleich Level 59, beziehungsweise sind schon Level 59, nur noch ein paar Level. Und dann sind wir full. Dann haben wir Level 60 endlich erreicht. Und dann haben wir es. Easy peasy, lemon squeezy. Und haben wir danach Level? Oh, noch einen müssen wir, glaube ich, töten. Einer muss noch, Leute. Und den haben wir fast... Nein, nur noch ein einziger. Nur noch einer. Dann müssten wir Level... Der hat uns getötet. Nein. Egal, egal, egal. Wir haben es gleich. Und unser Mastery-Schwert hat auch gleich Level 50 erreicht. Nice, Leute. Dann haben wir es einfach zu Level 60 gepackt. Verwandeln und zack. Und Level 60, Freunde. Wir haben es geschafft. Und wir haben Mastery Level 50. So. Schwert erhöhen, Blocksfruit erhöhen. Und wir haben jetzt unseren dunklen Luftschlitz. Mal gucken, wie die Attacke ist. Mal gucken, Leute. Lol, ich habe gerade nichts getroffen. Starkes Ding, mein Freund. Richtig stark. So, wir fragen mal jetzt den Typen hier. Wüstenbandit. Müssen wir wie viele töten? 8 Stück. Wir bekommen 45.000 XP. Easy peasy, machen wir. So, zack. Guck mal, der ist einfach weggehauen worden. Und jetzt aber. Yo! 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 Okay, jetzt ist crazy. Jetzt ist crazy. Jetzt ist crazy, was wir für einen Schaden machen. Alter, die fliegen einfach weg. Digga. Wir verwandeln uns mal wieder. Alter, damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist zu krass. Wir machen Gottesschaden jetzt gefühlt. Junge, die fliegen einfach weg. Das ist halt richtig gut, Freunde, weil wenn die wegfliegen, können wir halt in der Zwischenzeit die so nochmal krass hitten. Also das ist krass. Plus noch Buddha, womit uns die Leute weniger Schaden machen. Sehr heftig. Alter, das ist so geil, dieses Weghauen. Nur noch ein letzter und dann haben wir die. Guck mal, wie die weggehauen werden. Und die brauchen so lange bis zum Aufstehen. Und zack, wir haben die Quest absolviert, Leute. Und haben dick XP bekommen, auch noch Level Up. Leute, wir haben heute eine krasse Bloxfruit geholt. Wir haben zwei Bloxfruits eigentlich. Wir haben einmal den Buddha grad und natürlich noch die andere, die wir gefunden haben. Aber der Buddha ist halt viel, viel krasser. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like, wenn ihr Bloxfruits feiert. Bis dann und ciao, ciao.